Herzlich willkommen beim Motorradmagazin auf der EICMA 2021. Wir stehen jetzt am Stand von HJC mit dem RFA 1. Das klingt sehr, sehr ernst. Und mit dem Patrick. Patrick, das dürfte der Top-Racing-Helm von HJC sein. Genau so ist es. Du sagst es schon. Der Top-Racing-Helm, der bei uns im Portfolio nochmal oben drauf kommt. Er wird 1:1 so in der MotoGP von unseren Fahrern gefahren und kommt jetzt in den freien Verkauf. In zum Beispiel den Ausführungen, wie du sie hier siehst, in den Replikas zum Beispiel von Albert Arenas, Brad Binder oder halt jetzt ganz neu in der Red Bull-Kooperation als limitierte Variante. Ja. Und welche Features hat der Helm jetzt? Warum steht der nochmal über dem RFA 11? Das ist nochmal ganz, ganz speziell für die Rennstrecke ein konzipierter Helm. Die Belüftung ist unfassbar gut. Ja. Das ist wichtig, wenn du auf der Rennstrecke unterwegs bist, wenn du sportlich unterwegs bist, dass du gut belüftet bist. Die Helmschale bieten wir in 4 Ausführungen an. Das heißt, die Passform in dem Helm wird einwandfrei sein oder optimal sein. Und natürlich ist dieser Helm jetzt nach der neuen ECE 06 und zusätzlich mit der FIM-Homologation ausgestattet. Jetzt sehe ich hier 2 Spoiler. Einer ist ultra extrem und der andere relativ moderat. Genau. Die sind einfach austauschbar und ist das dann sozusagen ja, für die echten Highspeed-Orgien? Genau, falls du noch mal ein bisschen intensiver unterwegs sein möchtest, hast du im Lieferumfang diesen zusätzlichen Spoiler mit drauf. Der ist immer mit dem Karton mit drin, genau wie 5 Abreißvisiere und das Pinlock-Visier. Alles mit drin. Ihr habt jetzt hinten tatsächlich auch Originalhelme, vielleicht marschieren wir da mal rüber. Können wir uns gerne angucken. Und du meinst, das ist genau das, was ich dann auch trage. 1:1. Also wenn du den jetzt bestellen würdest und den aus dem Karton holst, hast du genau denselben Helm wie unsere Rennfahrer in der GP. Hier vorne stehen sie, wie du siehst. Die sind sogar getragen und benutzt. Und 1:1 bekommst du den auch nach Hause. Aha, und das ist, das Innenfutter ist wahrscheinlich antibakteriell, also ich könnte ihn jetzt ruhigen Gewissens aufsetzen. Also, du kannst es probieren, aber ich glaube, das lassen wir und du kannst dir gerne einen neuen bestellen. Ja. Dann, ja. Die schauen teilweise relativ klein aus, ne? Wie es den Rennfahrern, haben die überhaupt sowas wie eine Größe L oder so? Selten, selten. Also da bist du im XSS-Bereich unterwegs, ja. Aber für die Öffentlichkeit bieten wir natürlich von XS bis 2XL an, alle möglichen Größen. Du hast immer die Möglichkeit, mit den Polstern noch anzupassen. Die Wangenpolster sind alle austauschbar in allen Größen, sodass du einen perfekten Halt findest. Hast du schon eine Preisinfo für uns? Es geht los bei 699 €. Und in den Spezialvarianten wie dem Red Bull hier oben auf dem Motorrad beispielsweise, der ist bei 949 € im UVP. Damit liegt man trotzdem noch hinter vielen anderen sozusagen Top-Racing-Helmen, muss man dazu sagen. Ihr habt aber nicht nur einen neuen Racing-Helm, sondern auch andere Helme, einen Retro-Helm und funktionale Helme, wenn ich es mal so nennen darf. Ja. Und die schauen wir uns auch an. Ich danke euch einmal fürs Zuschauen. Bleibt dabei, abonniert unseren Kanal und schaut euch an, ob euch die anderen Helme von HJC auch so gut gefallen wie mir. Danke fürs Zuschauen. Ciao.